Zwickauer Energieversorgung. Die Energie der Region. VW und Meterwerk legen Grundstein für neue Halle. Erdbeerernte läuft auf Hochtouren und FSV Zwickau kämpft weiter gegen den Abstieg. Tagaktuell, das regionale Abendmagazin. Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu Tagaktuell vom Freitag. Bis Ende 2019 waren in nur 3 Jahren bereits 6 Unternehmen der Logistik- und Automotive-Industrie in neu errichteten Hallen im Industriepark Merane angesiedelt worden. Letzte Woche ist dann der Logistikdienstleister Rhenus Automotive hinzugekommen. Gestern war die feierliche Grundsteinlegung für eine weitere Halle, die dann ab Anfang 2021 in Betrieb genommen werden soll. Bereits seit März laufen die Bauarbeiten an der Halle 5. Es soll ein externes Versorgungszentrum für das ab nun voll elektrische Fahrzeuge produzierende Volkswagenwerk Zwickau werden, denn heute ist das letzte Fahrzeug mit Verbrennungsmotor vom Band in Zwickau gelaufen, ein Golf-Variant. Und damit ist der Verbrenner bei uns gestorben, um es etwas direkter und drastischer zu beschreiben. Und auf der anderen Seite ist der ID, die Elektromobilität, schon lange geboren und neu auf dem Weg. Und das ist die Zukunft hier am Standort. Wir sind die Keimzelle für die Marke Volkswagen, die Elektromobilität voranzubringen und werden dann auch die Konzernstandorte mit der Plattform. Wir sprechen ja von dem MEB als Elektromobilitätsplattform unserer Fertigung auch weitergehend unterstützen und ausrollen. Zur gestrigen Grundsteinlegung war auch Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer anwesend. Er betonte die große Bedeutung der E-Mobilität für Sachsen und sicherte den Anwesenden zu, in Sachen elektrisches Fahren noch weiter aufzurüsten. Bauherr dieser knapp 30.000 Quadratmeter großen Halle ist die Meterwerk AG. Auch da ist man stolz, dieses Vorhaben gemeinsam mit Volkswagen anzugehen. Ja, das ist für uns natürlich genauso wichtig, wie es für die Region wichtig ist. Das ist ein Zeichen, was wir auch mitsetzen wollen. Und wir sind stolz, ein Teil davon geworden zu sein und dass Volkswagen Sachsen auch das Vertrauen in das Meterwerk gesetzt hat mit diesem Vorhaben. Ein großes Plus für diesen Bau und natürlich für alle anderen Unternehmen in diesem Industriepark ist die gute Infrastruktur. Ja, das ist wirklich hier perfekt gelaufen. Gerade Merane, die Stadt Merane, hat uns da bei allen Belangen geholfen. Mit einem Wirtschaftsweg, wo vorher nur ein blankes Feld war. Und jetzt haben wir hier diese ausgebaute Straße und auch diese vielen Hallen. Das war vor vier Jahren noch undenkbar. Der wichtige Schlussstein wird dann noch die Direktanbindung an die Schnellstraße B93 und damit an das Meraner Kreuz und die A4 sein. Bereits im November sollen die Einrichtungsarbeiten beginnen, sodass kurz darauf der Betrieb aufgenommen werden kann. Doch wofür genau wird die Halle dann genutzt? Also die Halle ist eine Logistikhalle und wir werden hier Material lagern und auch umschlagen auf einer Fläche von rund 25.000 Quadratmetern. In erster Linie sind es Teileumfänge, die wir für die Montagelinie brauchen in unserer Fahrzeugfertigung in Zwickau. Der Dienstleister, der diese Halle betreiben wird, der befindet sich noch in Ausschreibung und insofern wissen wir auch noch nicht exakt, wie viele Mitarbeiter hier dann zum Einsatz kommen. Aber es wird ein weiterer Beitrag sein, die Beschäftigung hier in Merane im Industriepark abzusichern. Damit entwickelt sich der Industriepark Merane rasant weiter. Nur noch das Baufeld 7 wartet auf eine Ansiedlung. Kaum eine Obstsorte ist bei uns Deutschen so beliebt wie die Erdbeere. Schön anzusehen, gesund und mit wenig Kalorien versehen, kommt das süße, rote Früchtchen daher. Viele von ihnen genießen die Erdbeeren einfach so. Andere verarbeiten sie zu leckerer Marmelade, aber auch auf Torten ist die Frucht derzeit zu finden. Da die Erntezeit gerade begonnen hat, haben wir uns heute einmal auf den Weg gemacht und sind direkt auf einem Erdbeerfeld ganz in unserer Nähe fündig geworden. Bei unserem Eintreffen herrschte reges Treiben. Bereits seit dem frühen Morgen waren zahlreiche Menschen hergekommen, um hier ihre Körbe mit den süßen Früchten zu füllen.
Ja, wir befinden uns hier an der Verbindungsstraße zwischen Werdau und Neumark, die Fortsetzung der sogenannten Westtrasse. Und wir bauen hier Erdbeeren an auf ca. 2 Hektar und gehören zur Agrarhofkaspers Grün EG. Erdbeeren gibt es ja eigentlich das ganze Jahr über. Was macht das Besondere an diesen deutschen Erdbeeren aus? Wir sehen es im Hintergrund, ganz viele Leute sind gekommen und pflücken Erdbeeren. Richtig. Also bei uns gibt es Erdbeeren nicht das ganze Jahr. Bei uns gibt es das nur ganz saisonal. Und zwar während der Erdbeerernte, der eigentlichen Erdbeerernte, von eigentlich Anfang Juni bis Anfang Juli. Was macht es aus? Wir haben verschiedene Sorten im Anbau. Wer daran Interesse hat, der kann gern am Verkaufscontainer nachfragen. Wir haben da einen Plan. Man kann sich durchkosten, das ist das Besondere. Man kann gucken, schmeckt mir die Sorte und dann dementsprechend auch pflücken. Man kann nach Bedarf pflücken für die Torte vom Sonntag oder für die Erdbeermarmelade. Erdbeeren sind ja auch gesund und Sie haben es schon erwähnt, es gibt ja eine Vielfalt der Möglichkeiten, Erdbeeren zu bearbeiten oder zu verarbeiten. Jetzt meine Frage, ich habe gelesen, Erdbeeren sollte man nicht unter fließendem Wasser, weil sie sind ja sehr zart, zerstören, in eine Schale legen. Und wenn man sie lagert, ist es richtig, 3 Tage im Gemüsefach und den Strunk dran lassen. Das ist komplett richtig. Ich würde sagen, gerade dieses Jahr maximal 3 Tage. Die Haltbarkeit von dem frischen Obst ist nicht länger gewährleistet. Wie ist es denn überhaupt dieses Jahr um die Ernte bestellt? Es hat ja viel geregnet, erst war es trocken. Sind es optimale Bedingungen oder würden Sie sich eher andere Voraussetzungen wünschen? Ich würde mir andere Voraussetzungen wünschen. Es sind definitiv keine perfekten Bedingungen. Das Feld ist letztes Jahr angelegt worden, in einer Zeit, wo es besonders trocken war. Die Pflanzen hatten Probleme anzuwachsen, das sieht man auch stellenweise. Dieses Jahr wird auch kein Erdbeerjahr werden, so wie letztes oder gar vorletztes Jahr. Was uns zu schaffen macht, ist auf jeden Fall, waren die Eisheiligen dieses Jahr. Die erste Blüte ist mindestens komplett weggefroren. Und wir erwarten Ertragseinbußen von mindestens ein Drittel. Sie haben ja gesagt, dass Sie dem Agrarhof zugehören mit diesem Feld. Was wird dort alles vorgehalten? Was produzieren Sie dort? Wir produzieren in erster Linie Getreide und Milch, aber auch Kartoffeln für die Direktvermarktung, die bei uns ganzjährig im Hofladen verfügbar sind. Nebenbei haben wir zur Selbstpflücke noch die Erdbeeren, wie im Hintergrund zu sehen ist, und auch eine Aronia- und Himbeerplantage. Wie hat sich Corona bei Ihnen ausgewirkt? Corona hat sich dahingehend bei uns ausgewirkt, zum Glück, dass wir noch keinen Fall in der Belegschaft hatten. Allerdings haben wir Corona zu spüren bekommen. Wir hatten einen enormen Zuwachs im Hofladen zu verzeichnen. Wir haben praktisch eine zweite Einkellerung gefahren an Kartoffeln. Gerade Kartoffeln sind sehr nachgefragt worden, aber auch Mehl und Dosen aus unserer Fleischerei. Und das hat uns Zuwachs beschert, was erfreulich ist. Ich hoffe, dass auch viele Kunden oder Neukunden uns vielleicht treu bleiben. Aber es war doch ein ganz schöner Kraftakt. Wie lange kann man noch damit rechnen, dass die Erdbeeren hier geerntet werden können? Also wir haben heute auf den Tag eine Woche geöffnet mit Schließzeiten. Gestern beispielsweise mussten wir schließen, weil einfach das Feld leergepflückt war. Heute ist der erste Tag, wo man sagen kann, Haupternte beginnt. Und ich rechne damit, dass die nächsten 2 Wochen noch Erdbeeren verfügbar sind. Natürlich konnten auch wir der Verlockung der süßen roten Beeren nicht widerstehen und füllten unseren Korb mit Erdbeeren. Und irgendwie machte das auch richtig Spaß, selbst zu pflücken. Tatkräftige Unterstützung hatten wir dabei von Yannick Sturm, der seinem Papa an schulfreien Tagen hier tatkräftig zur Seite steht. Und so schlecht sah unsere Ausbeute nach rund 10 Minuten dann gar nicht aus. Nun ging es noch zum Wiegen und Bezahlen. Wir waren überrascht, wie günstig hier die Preise gegenüber dem Supermarkt sind. Dann schauen doch auch Sie mal vorbei auf dem Erdbeerfeld vom Agrarhof Gospersgrün. Übrigens, Naschen ist hier erlaubt. Werbung. Wir
Wir, das Laufwerk, bieten ab sofort alle unsere Leistungen ohne Aufzahlung während der Corona-Krise im Hausbesuch an. Vor allem für Risikogruppen, also ältere Personen und Personen mit kritischen Vorerkrankungen. Auf unserer Fußambulanz haben wir alle technischen Voraussetzungen, um sie vor Ort versorgen zu können. Vom Fußscan bis zur Anpassung von Einlagen, Maßschuhen, Abänderungen an Schuhwerk und Ausliefern von Verbandsschuhen und Bandagen. Diesen Service bieten wir natürlich nicht nur für Privatpersonen, sondern auch für Altenheime, Pflegeeinrichtungen und Krankenhäuser, besonders auch für müde Füße unserer Ärzte und Pflegekräfte. Auch Patienten, welche noch kein Rezept vom Arzt haben, beraten wir gern. Informationen erhalten Sie unter den eingeblendeten Kontaktdaten. Herauskristallisieren zu können, was der Hinterbliebene sich eigentlich wirklich wünscht, wollen wir nicht zu viele Vorgaben machen, sondern eher darauf hören, was man uns als Aufgaben mitgibt. Wir bemühen uns darum, dem Kunden überall, immer und in jeder Situation zur Seite zu stehen und auch mal einen vielleicht nicht ganz alltäglichen Wunsch zu erfüllen. Treitschke. Dieser Name steht seit nunmehr 27 Jahren für Qualität und Zuverlässigkeit rund um die Pflege. Das Sanitätshaus bietet den Komplettservice aus einer Hand. Zentralisiert in der äußeren Dresdner Straße 12 in Zwickau finden die Kunden hier beste Voraussetzungen für eine ganzheitliche sowie allumfassende Beratung und Versorgung. Das freundliche und bestens ausgebildete Team mit oft langjähriger Berufserfahrung nimmt sie an die Hand. Ob Wundversorgung, Trink- oder Sondennahrung, Stoma- und Inkontinenzversorgung. Alles ist vorrätig im Sanitätshaus Treitschke. In der modernen, geräumigen Orthopädieabteilung reicht das Spektrum von orthopädischen Schuheinlagen über Orthesen bis hin zu individuell angefertigten Prothesen für Arm und Bein. Fordern Sie uns! Wir sind rund um die Uhr für Sie erreichbar. Parkplätze stehen direkt vor der Tür zur Verfügung. Sanitätshaus Treitschke, äußere Dresdner Straße 12 in Zwickau. Nein. Nein. Öfter mal abschalten. Der Citroën C5 Aircross SUV. Ab 199 Euro im Monat leasen. Citroën. Jetzt auch der Citroën C3 Aircross SUV. Ab 109 Euro im 0% Leasing. Jetzt in Ihrem Autohaus BHS in Zwickau und im Autohaus Fröbelplatz in Auerbach. Homecare Service Treitschke. Wir sind in Zeiten von Corona für Sie da und produzieren wiederverwendbare Nasen- und Gesichtsmasken. Alle weiteren Infos erfragen Sie bitte in unserer Zentrale. Homecare Service Treitschke. In Zeiten von Corona Ihr zuverlässiger Partner.
Am 24. Juni tagte in der Sachsenlandhalle der Kreistag Zwickau. Während der Sitzung erlebte Landrat Dr. Christoph Scheurer eine Überraschung, die mit einem besonderen Jubiläum zu tun hatte. Am 1. Juni 1990 fand die erste Sitzung des neu gewählten Kreistages des damaligen Landkreises Clauchau statt. Zum Präsidenten des Kreistages wurde in dieser Sitzung Dr. Christoph Scheurer gewählt. Ja, das war eine Überraschung. Ich bin ja tatsächlich 30 Jahre vorn am Kreistag. Am 1. Juni 1990 bin ich in Clauchau Präsident des Kreistags geworden und seitdem entweder als Präsident Kreistag die ersten zwei Jahre und dann als Landrat immer auf der kleinen Seite des Kreistags gesessen. Und das haben heute die Fraktionsvorsitzenden zum Anlass genommen, mir Danke zu sagen. Und das freut mich natürlich, denn auch das ist keine Selbstverständlichkeit. Gestern zeigte sich ein eher ungewöhnliches Bild vor dem Zwickauer Rathaus. In der Pause der Sitzung des Zwickauer Stadtrates versammelten sich alle Räte vor dem Gebäude, um das Theater Plauen Zwickau bei einer ganz besonderen Aktion zu unterstützen. Das war jetzt eine sehr ungewöhnliche Aktion. Der Stadtrat hat gerade auf dem Hauptmarkt das Steigerlied gesungen, beziehungsweise zwei Strophen davon. Das wird ein Bestandteil unseres nächsten großen Online-Projekts, was wir vom Theater ins Netz stellen werden. Heißt dann auch Steigerlied. Wir haben schon mit dem Orchester verschiedene Tracks aufgenommen, auch mit dem Chor. Und der Stadtrat hat das jetzt sozusagen komplettiert. Wir mussten noch warten, bis die Sitzung stattfindet. Und da war man so freundlich, uns da so ein Zeitfenster zur Verfügung zu stellen. Und wir schneiden das dann jetzt zusammen und am Ende wird es ein schönes Video. Comedia-Konzept. Ihr Partner für regionale Werbung wünscht gute Unterhaltung. Der FSV Zwickau ist nach dem verloren gegangenen Spiel gegen Preußen Münster nun auf den 18. Tabellenplatz abgerutscht. Auch wenn die Punkte alle recht nah beieinander liegen und noch viel passieren kann, heißt es für die Mannschaft von Joe Enox alle Kräfte bündeln und Punkte sammeln. Das könnte beim morgigen Heimspiel gegen den Tabellenzweiten Braunschweig schwierig, aber nicht unmöglich werden. Ja, leichter wird es nicht, aber dessen sind wir uns bewusst. Ich meine, Braunschweig ist Tabellenerster, wenn man Bayern München zweimal weglässt, die nicht aufsteigen können. Bei uns läuft es nicht. Ich glaube, die Vorzeichen sind klar. Sie wollen aufsteigen, doch wir wollen unbedingt die Klasse erhalten. Und ich meine, dass die Aufgabe schwierig wird, ist logisch. Aber mich nervt die Situation einfach ungemein und ich möchte mich damit auch nicht abfinden. Und dementsprechend ist die Aufgabe schwierig, ja, absolut. Aber ist sie machbar? Und da kann ich auch nur sagen, ja. Und deswegen werden wir da alles dran setzen, das auch zu versuchen, um unser Ziel, den Klassenerhalt, zu erreichen. Weil darum geht's. Und deswegen ist es ein sehr, sehr wichtiges Spiel. Du als Führungsspieler in der Mannschaft, wie wirkst du auf die Mitspieler ein? Ja, ich glaube, nach dem akuten Nackenschlag am Mittwoch gegen Münster muss man wirklich jetzt erstmal wieder sehen, dass man den Fokus auf den Samstag richtet. Weil nach wie vor ist nichts verloren. Leichter wird's nicht, dessen sind wir uns bewusst. Und es wird auch richtig, richtig hart und sehr, sehr schwierig, aber wir müssen an uns glauben, das Positive sehen und auch am Samstag wieder alles versuchen im Spiel gegen Braunschweig. Joe Enox, natürlich, die Niederlage in Münster ist natürlich sehr hart gewesen. Die Patzer von den Leistungsträgern würde ich jetzt mal ausschließen, aber wie steckt das Trainerteam bzw. die Mannschaft die Niederlage weg? Ja, es ist nicht immer so einfach. Wichtig ist, dass wir halt die Köpfe freikriegen.
alle, nicht nur halt die Spieler. Fehler passieren im Sport, auch halt Schiedsrichterentscheidungen, die fehlerhaft waren, müssen halt aber schnell wieder halt nach vorne schauen. Wir sagen das halt jede Woche, nachdem wir halt so eine Enttäuschung erlebt haben. Aber das ist die Wahrheit. Und für uns ist es wichtig, halt daran zu glauben, dass wir halt gegen Braunschweig diese Wende schaffen können. Und da glaube ich immer noch fest daran. Natürlich hat man es jetzt nicht mehr in der eigenen Hand nach der Niederlage in Münster. Das Restprogramm mit Braunschweig jetzt als Tabellenführer bzw. Zweiter. Chemnitz, ein direkter Konkurrent, wo man da nicht gewinnt, da wird es natürlich sehr, sehr, sehr eng. Und als letztes Spiel gegen Mannheim, wie stellt die Mannschaft sich jetzt darauf ein gegen Braunschweig und was ist das Ziel gegen Braunschweig? Natürlich müssen wir das Spiel gewinnen. Ausgangslage hat sich geändert, einfach aus dem Grund, dass wir hinter Münster und Chemnitz liegen. Also wir spielen selber gegen Chemnitz, das haben wir selber in der Hand. Aber halt, wenn Münster die restlichen drei Spiele gewinnt, dann können wir tun, was wir wollen. Dann holen wir die nicht mehr ein. Wir müssen halt einfach aufs nächste Spiel schauen. Braunschweig wissen, dass sie halt sehr viele gute Ergebnisse geholt haben in den letzten Wochen, dass sie halt kaum Gegentore bekommen haben. Wir müssen halt das ändern hier in Zwickau, dass sie halt Gegentore bekommen, dass wir das Spiel gewinnen. Für uns ist es wichtig, auf uns zu schauen, das Spiel zu gewinnen und dann halt danach zu schauen oder davor zu schauen, was die anderen Mannschaften gemacht haben. Natürlich mit dem David Frick und dem Leon Jensen kommen jetzt natürlich wieder zwei Stammspieler zurück. Wie wird die Mannschaft aufgestellt sein? Geht man auf Angriff oder sagt man sich, wir gucken erstmal ab, was das Spiel hergibt? Man hat gemerkt im Spiel mit dem Ball in Münster, dass wir halt unsere Offensivbemühungen waren halt begrenzt, muss ich sagen. Natürlich King vorne alleine ist eine Geschichte, was wir halt lange die Null halten wollten, was uns auch gelungen ist, aber letztendlich müssen wir ein Tor schießen, wenn wir ein Spiel gewinnen wollen. Deswegen werden wir halt etwas anders aufgestellt sein. Fabio Vitteritti kommt auch hoffentlich zurück, der hat gestern mit trainiert, wird heute nochmal mit trainieren. Es sind drei absolute Stammspieler, die halt zugekommen. Dann wird die Mannschaft halt etwas offensiver aufgestellt sein, sodass wir halt das Spiel gewinnen können. Toni Wachsmuth, als sportlicher Leiter und ehemaliger Spieler, wie sehr schmerzt die Niederlage in Münster? Die schmerzen natürlich noch, keine Frage. Das wäre jetzt auch das falsche Zeichen, wenn wir sagen, dass uns das nicht bewegt. Überhaupt keine Frage. Aber es geht darum, dass wir morgen ein Spiel haben. Das heißt, die Niederlage Münster muss raus aus den Köpfen, ganz klar. Weil nur so können wir dieses Fünkchen, was halt noch da ist, dann auch zu einem Feuer werden lassen. Und dieser Glaube dazu muss da sein. Und den gilt es dann morgen zu zeigen. Ich glaube, dass jeder Spieler auch um die Situation weiß und die Lage auch einschätzen kann. Ich glaube, dafür sind das alles Profis, die dann schon wissen, wie auch mit so einer Situation umzugehen ist. Wir haben Spieler in unserer Reihe, die die Situation auch kennen und schon mal durchgemacht haben. Von daher gilt es da jetzt darum, dass da alle einfach in die gleiche Richtung marschieren, dass der eine den anderen dann auch mitzieht und auch gerade, wenn es dann mal in einem Spiel drauf ankommt, wenn sich ein Spiel entscheidet, dass wir da präsent sind und dass wir da vielleicht dann diese Momente dann auf unserer Seite haben. VfC-Chefcoach Falk Schindler und Assistenztrainer Ronny Diersch werden auch in der kommenden Spielzeit die Oberligamannschaft des VfC Plauen betreuen. Das Trainerteam ist seit April 2019 im Amt und verlängerte am Mittwochnachmittag die auslaufenden Verträge um ein weiteres Jahr. Falk Schindler kam bereits im Sommer 2008 ins Vogtlandstadion. Als offensiver Mittelfeldspieler lief er in mehr als 250 Pflichtspielen für den VfC Plauen auf. Werbung. Das ständig vernetzt und always on ist, gibt es nur eine Antwort. Pure Geschwindigkeit, pures Entertainment und pure Freiheit. Eure Verbindung ist Pure. Shoe Manufacture, das ist der Inbegriff von Orthopedics of Modern Art. Handwerks- und Meisterqualität in der dritten Generation zeichnen unsere Produkte aus. Ob Orthopädie oder moderne Technik, wir liefern weltweit auch über unseren Internetshop.
Jetzt ganz neu speziell für Diabetiker, das neue Fußdruckmesssystem, welches die Anforderungen der Krankenkassen erfüllt. Außerdem halten wir speziell von Bauerfeind entwickelte Einlagensysteme, Bandagen und weitere Hilfsmittel für unsere Kunden vor. Der Meister steht Ihnen zu den Öffnungszeiten natürlich persönlich zur Verfügung. Schuh Manufacture, Ihr kompetenter Partner, wenn es um Ihre Fußgesundheit geht. Zwickau, Grimmitschauer Straße 30a, gleich gegenüber dem Hauptfriedhof. Ich bin Nadine, ich freue mich sehr, hier im Sportpark wieder trainieren zu können. Ich war lange Zeit nicht in Zwickau, bin jetzt aber wieder zurückgekommen und ich hatte eine sehr große Verletzung am Knie. Und dank der Antje, die mir wirklich einen super tollen Trainingsplan geschrieben hat, bin ich wieder richtig fit geworden. Und jetzt auch mit den neuen Geräten, gerade mit den Heust-Geräten im Hammer Gym, ist einfach super zu trainieren und ja, macht einfach viel Spaß. Professionelles Training in Ihrem Sportpark Zwickau, Merane und Glauchau. Ihr Partner für Qualitätsfitness. Ja, an dem Haus hängen natürlich meine Erinnerungen, unsere Erinnerungen. Ich habe es damals von meinen Eltern geerbt und mittlerweile ist es natürlich viel zu groß für uns. Und ich möchte schon, dass es in gute Hände kommt, aber ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Immobilien sind unser Zuhause. Wenn Sie Ihre Immobilie verkaufen wollen, dann sind wir, das Immobiliensender der Sparkasse Zwickau, der richtige Partner für Sie. Wir sind hier für Sie, bewerten Ihre Immobilie und übernehmen Behördengänge. Eine gezielte Kundensuche sichert einen schnellen Verkaufsprozess ohne viele Besichtigungen. Verkaufen Sie keine Immobilie, bevor Sie mit uns gesprochen haben. Rosaxan, damit Bewegung wieder Freude macht. Ja, für mich hat sich Bewegung ausgezahlt. Ich bin bisher gut mit Bewegung klargekommen, habe viel für meine Gesundheit tun können, bin wenig krank geworden. Zeigt sich jetzt auch wieder an meiner Knieverletzung, die ich gerade auskuriere. Bewegung, Bewegung, Bewegung. Mein Körper nimmt es an und mir geht spürbar besser. Rosaxan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. Um echt erfolgreich zu sein, da brauch ich Werbung. Gut gemacht muss sie sein und gar nicht teuer. Flyer und Briefpapier, auch meine Website. Für mich individuell, so kreativ. Genau das, was ich brauch. Meiner Firma geht ja, ich spür den Erfolg. Und daher sag ich: Werbung nur von Hogendorf. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von der Westsächsischen Wohn- und Baugenossenschaft. Bei uns wohnt die Zukunft. Morgen beginnt der Tag mit viel Sonne. Schnell klettert das Thermometer auf Werte nahe der 30-Grad-Marke. Am Nachmittag müssen wir allerdings vereinzelt mit Gewittern und Regenschauern rechnen. Diese Wetterlage bleibt uns auch am Sonntag bei Tageshöchstwerten um die 24 Grad erhalten. Immer wieder kann es zu gewittrigen Schauern kommen. In die neue Woche starten wir mit Tageshöchstwerten über der 20-Grad-Marke. Den ganzen Tag über kann es regnen. Die Sonne lässt sich aber trotzdem blicken. Am Dienstag dürfen wir uns bei Tageshöchstwerten um die 25 Grad schon wieder auf 13 Sonnenstunden freuen. Das war Ihr Abendmagazin Tag aktuell vom Freitag und auch für diese Woche. Ich wünsche Ihnen jetzt ein schönes und vielleicht doch etwas sonniges Wochenende. Und wenn Sie mögen, können Sie gern mal in unser Programm reinschauen, denn da läuft zum Beispiel die Wiederholung der Zwickauer Stadtratssitzung vom gestrigen Donnerstag und natürlich auch wie immer unser Wochenrückblick. In diesem Sinne machen Sie es gut und bis zum Montag.